Ganz herzlichen Dank allen an dieser Stelle. Und wir wollten auf jeden Fall eine Position nicht wegfallen lassen. Und das ist die der Polizei. Es wurde schon der Name Helmut Wetzel genannt, der von Anfang an mit Herrn Knorr im Gespräch war, den ich auch als Leiter der Mordkommission schon aus anderen Zusammenhängen kenne, weil wir nämlich eine Reihe von Lesungen gemacht haben zu realen Fällen, Kriminalfällen, die er dargestellt hat in literarischer Form. Und so freue ich mich sehr, jetzt Herrn Wetzel begrüßen zu können, der seine Sicht als Polizist auf das Thema hat und zugleich als eine Figur auch im Stück vorkommt. Bitte schön, Herr Wetzel. Ja, vielen Dank, Frau Vogt. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, ich will meine Person gar nicht weiter vorstellen. Ich war also bis Ende 2017 Leiter des K11 in Kassel. Und dann bin ich in Ruhestand gegangen und seitdem unterrichtete ich noch an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Und auch dahin verfolgt mich dieser NSU-Fall. Also der ist für mich bis heute sehr präsent und er beschäftigt mich immer noch sehr. Als im Jahr 2006 Halit Yozgat ermordet wurde, haben wir in Kassel die sogenannte Mordkommission Café gegründet. Es war zu diesem Zeitpunkt die größte MK, die Kassel je gesehen hatte. Und wir haben dann in Zusammenarbeit mit den anderen beteiligten Bundesländern, mit dem BKA, auf eine Art ermittelt, die wir bis dahin auch noch nie gemacht hatten. Also es war für uns sehr viel Neuland damals. Und wir haben das alles in einer extremen Form der Öffentlichkeit auch getan. 2006 schon, erst recht 2011. Denn nachdem die Ermittlungen runtergefahren waren im Jahr 2007 und der NSU im Jahr 2011 bekannt wurde, wurde diese MK-Café wieder sozusagen neu gegründet oder wieder ins Leben gerufen. Und wieder wurde ich als Leiter eingesetzt und stand dann wieder mit den Ermittlungen dort in der Öffentlichkeit. Der Herr Dr. Wicke hat vorhin schon sehr schön dargestellt, wie das Thema in der Öffentlichkeit behandelt wurde. Also es gab natürlich sehr viel Schriftliches, es gab Dokumentarfilme, Spielfilme, Radio Futures, das ist eine endlose Liste. Ein paar Beispiele haben wir vorhin gesehen, ich wollte noch welche bringen, aber die kann ich mir jetzt eigentlich sparen. Das ist durch den Herrn Wicke ja schon gut angeklungen. Was noch nicht erwähnt wurde, war das Internet. Das habe ich als sehr extrem empfunden, denn im Internet, in diversen Foren und auf bestimmten Seiten wurde dieser Fall auch sehr intensiv behandelt. Und dort gibt es halt Leute, die ja sehr geschickt Fakten mischen mit Annahmen und schlicht Falschaussagen und dann sehr spannende Dinge zusammendichten. Auf einer Seite im Internet waren sogar monatelang die Originalermittlungsakten eingestellt. Die konnte also jeder einsehen dort und konnte sich da seine Meinungen bilden. Das war wirklich schon sehr extrem für uns. Und wir standen natürlich auch extrem in der Kritik. Gerade in 2011 war viel von Staatsversagen die Rede. Wir wurden sehr intensiv angegriffen wegen einer Kriminalisierung der Opfer, die in den ersten Jahren zweifellos auch stattgefunden hat, in einer ziemlich bösen Art. Wir hatten das Glück, dass wir erst sehr spät in die Ermittlungen gekommen sind und eigentlich auch einen sehr, sehr guten Draht zur Familie Yozgat hatten, sodass wir dieses Problem hier in Kassel eigentlich nicht gesehen haben. Also hier gab es keine Kriminalisierung des Opfers, weil für uns sehr schnell klar war, dass bei Halit da ja eigentlich nichts zu finden war. Die Ermittlungen wurden ja nicht nur von den Medien begleitet, vorhin ist das schon angeklungen, sondern auch von Untersuchungsausschüssen. Es wurde eben schon gesagt, 13 Untersuchungsausschüsse gab es. Und das Besondere, das muss man sich ja auch mal klar machen, war, dass diese Untersuchungsausschüsse parallel zur Gerichtsverhandlung liefen. Ja, also ich zum Beispiel, ich war als Zeuge in München vor Gericht, ich werde ja dann ein Stück zitiert, und ich war auch als Zeuge im Untersuchungsausschuss in Wiesbaden. Ein Kollege von mir war im Untersuchungsausschuss in Berlin. Ja? Und in diesen Untersuchungsausschüssen sitzen Politiker, die dort natürlich auch Politik machen, ganz klar. Damals ging es hauptsächlich um den heutigen Ministerpräsidenten, damaligen Innenminister, Herrn Bouffier, der uns ja untersagt hat, die Quellen von Herrn Temme zu vernehmen.
Und da wurde natürlich Politik gemacht und die Politiker haben das natürlich auch in die Öffentlichkeit getragen und was das wiederum für Auswirkungen auf den Prozess hatte, das weiß ja auch niemand. Ja? Also wie man einen Prozess führen kann, wenn ständig von draußen sozusagen parallel ermittelt wird, finde ich auch sehr schwierig. Also wir standen schon sehr in der Öffentlichkeit und als ich dann gehört habe, jetzt gibt es auch in Kassel noch ein Theaterstück zu dem Thema, da war mein erster Gedanke ganz ehrlich, das auch noch. Ja, also das muss jetzt auch noch kommen. Aber gleichzeitig war ich natürlich auch sehr, sehr neugierig, wie man einen solchen Prozess auf die Bühne bringen will. Hatte dann ja auch Kontakt, der Herr Knorr hat schon gesagt, mit ihr und der Frau Schiller. Und das war für mich natürlich auch eine hochinteressante Begebenheit. Und ich habe das Stück zweimal gesehen. Ich war in der Premiere und bin später nochmal reingegangen. Und ich muss sagen, ich war, ja, wie wohl alle, die in dem Stück waren, sehr beeindruckt von der Darstellung, von der Art und Weise, wie es auf die Bühne gebracht wurde. Habe dann aber irgendwann mal zur Frau Schiller gesagt, eigentlich kann man als jemand, der den Fall nicht kennt, der nicht so kennt wie ich, ja, ich kenne natürlich die Akten in- und auswendig, kann man in manchen Stellen kaum folgen. Ja, also das ist manchmal schwierig zu folgen, weil wer redet jetzt eigentlich, wer ist jetzt diese Person gerade? Und da hat sie nur gelächelt und ja, also als mich als Theaterlein aufgeklärt, es geht hier nicht um Informationen, es geht um Gefühle. Ja, es geht um Emotionen, die dort geweckt werden. Das habe ich dann auch verstanden. Und ja, und das hat in mir sowas wachgerüttelt wie diese Frage, wie bilde ich mir eigentlich eine Meinung über einen Sachverhalt, eine Person und wie belastbar ist so eine Meinung? Der Kasseler Fall, um den geht es ja schwerpunktmäßig im Theaterstück, haben wir ja schon gehört, der war wegen seiner Besonderheiten der bundesweit wohl meist diskutierte. Das habe ich immer wieder mitbekommen in endlosen Gesprächen, unzähligen Gesprächen. Hier in Kassel endete ja, so hat sich für uns damals dargestellt, diese Mordserie. Ja, die große Frage, warum? Warum hören die jetzt auf nach 6 Jahren? Und das zweite Grund, das vorhin auch schon mal genannt wurde, war, dass an unserem Tatort Personen, also Zeugen, anwesend waren während der Tat. Alle anderen Tatorte, die wir bis dahin kannten, wurden von dem oder den Tätern aufgesucht, nachdem das Opfer oder wenn das Opfer alleine war. Sehr oft war ein zweiter Mensch im Laden, im Geschäft, im Imbiss mit drin und die Täter haben immer gewartet, bis der allein war. Und bei uns war diese irre Situation, dass 5 bzw. 6 Personen in diesem Internetcafé waren, während die Tat geschah. Das kann man sich kaum vorstellen, aber es war tatsächlich so. Ein Zeuge stand also höchstens 2 Meter vom Täter weg in einer Telefonzelle. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann noch die Tatzeit, etwa 17 Uhr. Halit Yozgat wurde jeden Abend um 17 Uhr von seinem Vater abgelöst, ja, damit er zur Abendschule gehen konnte. Das bedeutet, will ich den Sohn töten, dann gehe ich um 5:30 dahin, will ich den Vater erwischen, gehe ich um 5:30. Also das waren für mich alles Hinweise, diese Zeugen am Tatort, diese seltsame Tatzeit, dass hier keine Ausspähung stattfand, wie wir es aus Unterlagen des NSU wissen, wie es an anderen Tatorten stattgefunden hat. Sondern hier, ich glaube immer noch, das habe ich ja lange mit der Familie diskutiert, dass Halle wirklich ein Zufallsopfer war. Aber das will ich hier nicht näher ausführen, das würde jetzt zu weit führen. Im Stück kommen ja viele Personen zu Wort und unter anderem ja auch ich, aber keine Person wird so ausführlich oder so intensiv dargestellt wie Andreas Temme. Und Andreas Temme ist die absolute Reizfigur im Kasseler Fall. Heute ist der Name ja auch schon ein paar Mal gefallen und ich war noch nie in einer Diskussion, ich war noch nie in irgendeiner Veranstaltung, wo dann der Name Temme nicht fiel. Und auch die Zuschauer in diesem Stück von Herrn Knorr werden sich alle ein Urteil über Herrn Temme gebildet haben. Ja, also der Temme ist ganz klar die Reizfigur und der muss doch irgendwas zu verbergen haben. Ja, also wie der auftritt, der muss was zu verbergen haben oder der muss was mit der Tat zu tun haben. Vielleicht ist er sogar Mittäter. Diese ganzen Theorien gab es ja über ihn. Und dann
kommt noch die unrühmliche Rolle des Verfassungsschutzes dazu, nicht zuletzt durch diese Aktenschredderaktion kurz nach dem Auffliegen des NSU. Also dieser ganz seltsame Verfassungsschutz und dann Verfassungsschützer am Tatort, und schon haben sich alle Medien auf den Temme gestürzt und haben den ja quasi in der Luft zerrissen. Ja, und ich möchte einfach mal provozieren und möchte diesen Herrn Temme jetzt mal so ein bisschen ins Blickfeld rücken, um einfach mal zu sehen, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn man sich den mal so richtig genau ansieht. Ich bin Ermittler, ja, immer gewesen und werde wohl auch immer da bleiben, und ich habe immer versucht, Emotionen zu kontrollieren. Ja. Man versucht, unparteiisch zu sein, immer Belastendes, Entlastendes zu sammeln und so weiter. Und so will ich auch mal versuchen, an die Rolle des Andreas Temme heranzugehen. Also wenn wir einfach mal die Fakten aufzählen, die wir über ihn wissen, sicher beweisbar wissen. Er war im Jahr 2006 V-Mann-Führer oder wie die es nennen, Quellenführer beim Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz und hatte in dieser Funktion mehrere Informanten zu betreuen, darunter einen aus der Rechtsszene. Andreas Temme war während der Tat, zumindest aber bis kurz unmittelbar vor der Tat, wie schon so oft im Internetcafé. Ismail Yozgat hat ihn im Prozess oder in unseren Vernehmungen als Stammgast bezeichnet. Er sagt, der Mann wäre oft im Laden gewesen. Er hat auch immer mal Tee angeboten bekommen. Er durfte auch den Schlüssel für die Computerschränke haben, um eine Diskette reinzuschieben. Also er war sehr oft in dem Café. Andreas Temme hat sich am Tattag dort im Café an einem Rechner in eine Kontaktseite eingeloggt und hat sich dabei über seine Telefonnummer identifiziert. Nur so konnten wir ihn ermitteln. Er hat sich, nachdem er von der Tat erfahren hat, nicht als Zeuge gemeldet. Also die Tat war donnerstags, er war montags im Präsidium zu einer Besprechung beim Staatsschutz, das ist von meinem Büro wenige Meter entfernt. Und da war diese Tat kein Thema. Er selber hat dazu gesagt, dass er, als er von der Tat erfahren hat, erst Tage später nach der Tat, hätte er im Kalender, der wäre dem Irrtum erlegen, er sei einen Tag vor der Tat im Internetcafé gewesen, deshalb hätte er sich nicht gemeldet. Er wurde von uns ermittelt, festgenommen und eine Nacht ins Polizeigewahrsam gesteckt. Er wurde mehrfach von uns in Anwesenheit eines Staatsanwalts vernommen und hat immer ohne Rechtsbeistand ausgesagt. Also er hat nicht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, er hat auch keinen Anwalt verlangt, er hat immer alleine ausgesagt. Er hat dann auch in der Folgezeit alles getan, was wir wollten. Also wenn wir gesagt haben, kommen Sie zur Vernehmung, ist er gekommen. Er hat an dieser Rekonstruktion, die eben schon mal angesprochen wurde, diesem seltsamen Video mitgewirkt. Er hat also alles gemacht, was wir von ihm wollten. Alles ohne Rechtsbeistand. Und seine Aussage, er habe nichts von der Tat mitbekommen, die ist wirklich sehr schwer zu glauben. Aber sie ist eben nicht zu widerlegen, da wir mit unseren Rekonstruktionen nicht beweisen konnten, dass er zur Tatzeit am Tatort war. Es geht dabei um Sekunden, also Zeiträume im Sekundenbereich, aber wir konnten sie nicht sicher beweisen. Es ist eben schon mal angesprochen worden, dass dieses forensische Architekturbüro aus London ja den Tatort nachgebaut hat und nachgewiesen hat, dass er zur Tatzeit an dem Rechner saß. Aber unsere Analysten haben halt festgestellt, dass, um das so sicher festzustellen, mussten alle Zeugenaussagen 1:1 übernommen werden. So hat das Institut gearbeitet. Er hat alle Zeugenaussagen 1:1 übernommen. Und wir haben so gemacht, dass wir Zeugenaussagen, die sich widersprochen haben, die haben wir rausgenommen. Sie müssen sich das als ganz engen Zeitablauf vorstellen. Sie sitzen in so einem Internetcafé und werden jetzt gefragt, wann haben Sie denn dieses Geräusch gehört? Und dann sagen Sie, oh, pff, ja, das war ungefähr in der Hälfte der Zeit meines Telefonats. Ja, also da können Sie sich nicht mehr auf eine Minute festlegen. Aber die Zeugen haben das auf Befragen dann halt getan. Wie ernst kann man das nehmen? Ja? Also wenn man mich jetzt fragen würde, wie lange hat der Beitrag von Herrn Knorr gedauert oder
wann war der genau? Das könnte ich minutenmäßig nicht mehr festlegen. Aber wenn man nur die beweisbaren Fakten nimmt, können wir ihm nicht beweisen, dass er am Tatort war. Es wurde gegen ihn wegen des Anfangsverdachts des Mordes ermittelt. Der Staatsanwalt hat nach den ersten Vernehmungen gesagt, Anfangsverdacht ja, dringender Tatverdacht nein. Und wir haben dann eine extra Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich nur mit ihm beschäftigt hat, monatelang. Und wir haben es nicht hinbekommen, ihn auch nur in die Nähe eines anderen Tatortes oder irgendwo in die Nähe der Täter zu bekommen. Da gab es einfach nichts. Und weil wir nichts gefunden haben, wurde das Verfahren dann auch von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Im Laufe der Ermittlungen wurde außerdem noch bekannt, dass Herr Temmer als Sportschütze großkalibrige Waffen besaß. Er hatte als Jugendlicher ein auffälliges Interesse am Nationalsozialismus. Aber alle Zeugen, mit denen wir gesprochen haben, und auch er selbst bezeichnen ihn als politisch Mitte, eher Mitte links. Diese Nationalsozialismusgeschichten, das seien Jugendsünden gewesen. Es gab, wie gesagt, unzählige Spekulationen über die Rolle des Andreas Temme in diesem Fall. Es wurden dann auch viele Unwahrheiten verbreitet. Ich will Ihnen ein kurzes Beispiel bringen. Wir haben natürlich versucht herauszufinden, wo Herr Temme zu den Tatzeiten der einzelnen Morde war. Ja. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo waren Sie denn am 6. Juni 2017? Das wäre für Sie vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und ähnlich war es natürlich auch bei ihm. Aber wir konnten tatsächlich bis auf 3 Tatorte sogar sicher belegen, wo er zur Tatzeit war. Das kann mal eine Videoaufnahme gewesen sein auf einer Feier, das kann mal ein Abheben eines Geldbetrages am Automaten gewesen sein, irgendwelche Hinweise, wo wir sicher sagen konnten, wo er war. Und bei 3 wussten wir es eben nicht. Also wir wussten nicht sicher, wo er war. Er hat uns zwar gesagt, da war ich im Dienst, aber wir konnten es halt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Die Presse hat daraus gemacht, Temme war an 3 Tatorten. Ja. Sowas wurde dann gleich in die Öffentlichkeit geballert. Und unsere Versuche, das einzufangen, waren natürlich erfolglos. Die Bundesanwaltschaft hat gesagt, wir haben keine falschen Informationen rausgegeben, da brauchen wir nichts richtig zu stellen. Daraufhin hat Temme dann ein Fernsehteam zu sich nach Hause eingeladen, zu seinem legendären Apfelpflück-Video, und hat dann dort seine Sicht der Dinge dargestellt. So weit ging das dann. Also es war für uns natürlich eine sehr frustrierende Ermittlung, auch weil wir damals seine Quellen nicht vernehmen konnten, die wir aus ganz bestimmten Gründen sehr gerne vernommen hätten. Wir hatten sie ermittelt, wir wussten, wer es ist, aber wir durften sie nicht vernehmen. Das hat damals der Bouffier entschieden. Aber es blieb übrig, wir haben Temme nichts beweisen können. Und jetzt will ich mal was Provozierendes sagen. Jetzt stellen Sie sich doch mal nur für einen kurzen Moment vor, dass der Herr Temme zur Tatzeit tatsächlich zufällig, wie schon so oft auf seinem Heimweg, in diesem Café saß. Dass er nichts von der Tat wusste, wie oft kolportiert wurde, dass er auch, wir können es ihm ja nicht beweisen, nichts von der Tat mitbekommen hat. Dass er also einfach ein Zeuge war, der sich zugegebenermaßen sehr, sehr merkwürdig verhalten hat. Sehr merkwürdig. Aber halt ein Zeuge. Was bleibt dann übrig? Also was brauchen wir, um uns eine Meinung über einen Menschen zu bilden? Und was hat das für Folgen? Also, das hatte für ihn natürlich erhebliche Folgen. Vor seinem Haus haben Demonstrationen stattgefunden, Aktionen von Aktivisten und so weiter. Aber wir konnten ihm halt nichts beweisen. Was macht das mit uns und was macht das mit anderen Leuten, wenn wir uns die Meinung über diese Leute, über die Gefühle halt bilden? Ja, wenn wir die Fakten beiseite lassen und lassen uns halt nur von Gefühlen leiten. Das war mein Gedanke so zu Temme. Ja? Ich will noch mal was klarstellen. Also ich möchte ja nicht Partei ergreifen für Herrn Temme. Ich glaube auch nicht, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ja, ich glaube auch, dass er zur Tatzeit da war. Warum er das bestreitet, ist mir bis heute völlig unklar. Aber
Ich frage mich halt auch, was diese Berichterstattung über ihn oder seine Darstellung, auch zum Beispiel in einem Theaterstück, für diesen Menschen bedeutet. Ja, für den Menschen Temme. Das ist so eine Frage, die mich so ein bisschen umgetrieben hat. Und das würde ich auch ganz gerne hier zur Diskussion stellen. Ebenfalls angesprochen worden ist noch ein letztes Wort zum Verfahren. Es wurde ja eben schon gesagt, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Und der BGH muss ja noch entscheiden, ob das Urteil Bestand haben wird. Und seien wir mal ganz realistisch. Wir haben ja vor kurzem, was den Paragraphen 217 angeht, gesehen, dass das ein höchstes Gericht, in dem Fall das Bundesverfassungsgericht, schon mal ein Urteil sprechen kann, mit dem keiner gerechnet hätte. Und ob der BGH das Urteil gegen Schäpe und so Mittäter da bestätigt, ist zumindest fraglich. Denn auch die Beurteilung zum Beispiel von Frau Schäpe hat es in dieser Form in unserem Rechtssystem ja noch nicht gegeben. Ja. Wir können der Frau Schäpe oder die Bundesanwaltschaft unterstellt ja auch gar nicht, und der Richter unterstellt ja auch nicht, dass sie an nur einem Tatort war. Ja. Sie wurde als Mittäterin verurteilt, nur weil sie das die legale Fassade des NSU war. Und da gibt es andere höchstrichterliche Urteile aus der RAF-Zeit, die ganz klar sagen, diese Mitwisserschaft zum Beispiel, die begründet keine Mittäterschaft. Ich bin gespannt, wie der BGH da urteilen wird. Also ich sehe das Urteil noch nicht bestätigt. Ich bin da wirklich gespannt. Und außerdem muss man sich ja auch mal die Frage stellen, das will ich jetzt als allerletztes noch sagen, wäre die Frau Schäpe auch als Mittäterin verurteilt worden, wenn Mundlos und Bönhardt mit auf der Anklagebank gesessen hätten? Damit will ich jetzt einfach mal aufhören. Wir sind spät in der Zeit. Die Frau Vogt ist ganz dankbar, wenn ich mich kurz fasse. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Fragen zu dem Fall sind, denn ich nutze gerne Gelegenheiten, um so ein paar Unklarheiten auszuräumen. Ich habe schon gesagt, das verfolgt mich heute bis in die Fachhochschule rein. An der Polizeifachhochschule halte ich regelmäßig Vorträge über den NSU, weil ich das Thema für so wichtig halte. Auch unsere zeitweise Ahnungslosigkeit stelle ich dort dar, einfach um die Kollegen zu sensibilisieren hinsichtlich dieser Problematik und damit junge Polizisten auch einfach mitreden können, denn die wissen sehr wenig über diesen Fall. Das stelle ich immer wieder fest. Dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Wetzel. Und ich möchte gleich mit Blick auf die Uhr es freigeben, dass Fragen gestellt werden können, dass wir in einen Austausch eintreten können, weil es ja, Sie haben gesagt, ich möchte provozieren. Also es ist eine These, die natürlich einfach nochmal einen anderen Akzent setzt und einen anderen Fokus. Und deswegen, es war mir auch wichtig, dass wir darüber diskutieren und uns dafür die Zeit nehmen können. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, dazu etwas zu sagen. Es gibt nochmal von Herrn Vorwerk einen Beitrag. Sehr geehrter Herr Wetzel, ich möchte keinesfalls, ich lese es einfach mal vor, ich glaube, dann kommt es am besten auch an. Ich möchte keinesfalls belehrend auftreten, im Gegenteil höre ich Ihnen mit Dankbarkeit und größtem Interesse zu. Ich möchte auch nicht als Hobbyermittler auftreten. Einziger Einwand, Sie sagten, man habe die Einlassung von Herrn Temme nicht widerlegen können. Widerlegen muss man eine Aussage auch nicht. Es kommt allein darauf an, ob sie glaubhaft ist. Ist sie es nicht, folgt daraus keinesfalls, versteht sich der Tatnachweis. Besten Dank an Herrn Wetzel für seine nüchternen und von Fachkenntnis getragenen Ausführungen. Und von Herrn Kopetzky noch, gibt es Theateraufführungen im europäischen Ausland? Die Frage. Ja, zu den Theateraufführungen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber ich nehme gerade zu dem Einwand von Herrn Vorwerk Stellung. Natürlich haben wir diese Aussage von Herrn Temme sehr, sehr kritisch hinterfragt. Ja, wenn mir also jemand sagt, ich habe davon nichts mitbekommen, dann stellt sich erstens die Frage, wie man es ja von dem Film gesehen hat, musste er nicht das Opfer hinter dem Tisch liegen sehen. Ja?
Das ist die eine Frage, die sich stellt, wenn er dort war, zum Tatzeitpunkt, müsste er nicht die Schüsse gehört haben und so weiter. Ja? Diese Fragen stellen sich für mich gar nicht. Er hätte die Schüsse natürlich hören müssen. Dafür brauche ich auch kein Institut. Ja? Wenn jemand im Nachbarraum schießt, das haben alle gehört, also muss er es auch gehört haben. Und wahrscheinlich hätte er auch das Opfer gesehen. Die Frage ist halt immer, kann es sein, dass er zur Tatzeit nicht mehr dort war? Und da haben wir halt eine Lücke von 40 Sekunden, man kann das jetzt schlecht ausführen, 40 Sekunden, die uns fehlen, um es ihm zu beweisen. Ja, also 40 Sekunden dafür, dass, wenn er das Café verlässt, Halit Yozgat von irgendwo wiederkommt, sich an den Tisch setzt, der Täter kommt rein, schießt und geht wieder raus. Ja. Und das haben wir ihm nicht geglaubt. Und natürlich haben wir auch durch diese Rekonstruktion versucht, ihm diese Aussage zu widerlegen, einfach um eine andere Aussage von ihm zu bekommen. Denn wie ja vorhin schon mal angesprochen wurde, wir hatten ja die Hoffnung, durch die Zeugen den Durchbruch in dieser Mordserie zu bekommen, ja? Gerade durch Herrn Temme. Aber er ist immer bei seiner Aussage geblieben, er war zur Tatzeit bereits nicht mehr im Café. Und dass man eine Aussage versucht zu widerlegen, das kommt durchaus vor, wenn man sie nicht glaubt. Und was die Glaubhaftigkeit angeht, das ist eine schwierige Prüfung. Ja. Ist eine Aussage glaubhaft? Ist ein Zeuge glaubwürdig? Damit beschäftigen sich auch Wissenschaftler, es gibt wissenschaftliche Gutachten zu solchen Fragen. Und auch wir stellen uns diese Fragen natürlich immer wieder. Es gibt Glaubhaftigkeitsmerkmale und so weiter. Aber im Endeffekt ist Glauben immer nicht Wissen. Ja. Glaubhaft sein und beweisen können, sind immer zwei verschiedene Dinge. Und ja, wir haben doch versucht, die zu widerlegen, natürlich, aber wir konnten es eben nicht. Es gibt dann noch, dann bleiben wir vielleicht noch mal bei Ihnen, Herr Wetzel, bevor die Frage nach den Theateraufführungen im Ausland noch mal zur Sprache kommt. Noch mal von Herrn Kopetzky. Können Sie die Verweigerung zur Vernehmung von V-Leuten durch Herrn Bouffier sachlich nachvollziehen? Das ist natürlich auch ein Thema, was in den Medien hoch und runter behandelt wurde. Zunächst will ich mal eins klarstellen. Es wurde immer gesagt, der Verfassungsschutz hätte damals die Mitarbeit verweigert oder hätte sich überhaupt verweigert. Das stimmt so nicht. Ja. Wir haben mit Vertretern des Landesamtes für Verfassungsschutz oft zusammengesessen. Wir haben von dem Verfassungsschutz alles bekommen, was wir wollten. Ja, wir haben, ob das Fahrtenbücher waren, Personalakten oder sonst was, wir haben alles bekommen. Was der Verfassungsschutz nicht zugelassen hat, und das ist bei denen eine Grundsatzfrage, ist, dass eine externe Person die Quellen vernimmt. Ja. Es kam dann so ein Angebot, wir könnten die Quellen ja vernehmen, aber wir müssten uns dann als Verfassungsschütze legendieren oder irgendwie sowas. Da hat der Staatsanwalt gesagt, wir können keinen Zeugen belügen, das ist ja Quatsch, ne? Das machen wir natürlich nicht, weil wir immer gedacht haben, das können die uns nicht verweigern in einem Mordfall. Und damals war die Situation so, dass ich an einem Montagmorgen einen Termin in Wiesbaden hatte beim damaligen Innenminister, sollte ihm nochmal die Gründe darlegen, warum wir diese Leute unbedingt vernehmen wollen. Und bevor ich abgefahren bin, kam dann aber die Info, dass der Herr Bouffier entschieden hat, dass der Quellenschutz in diesem Fall Vorrang hat. Wir hatten dann die Möglichkeit, einen Fragenkatalog zu erstellen und dann wurden die Quellen eben von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes befragt. Aber das ist nämlich was ganz anderes, als selber zu vernehmen. Ja, das ist, das geht so nicht. Und ob ich das nachvollziehen kann, das kann ich nur schwer nachvollziehen. Ich bin aber auch kein Geheimdienstmitarbeiter. Ja, also dieser absolute Quellenschutz, der für den Geheimdienst gilt, ist deren Arbeitsgrundlage. Ja. Wenn sich in der Szene rumspricht, dass der Verfassungsschutz eine einzige Quelle an die Polizei weitergeht, dann kriegen die vielleicht keine mehr. Ja, das sind alles so Dinge, die kann ich als einfacher Polizist einfach nicht nachvollziehen. Deshalb war ich damals nicht besonders begeistert von der Entscheidung, aber ich musste sie natürlich akzeptieren. Dann haben wir jetzt noch eine Wortmeldung von Frau Kroll. Ja, vielen Dank. Also erstmal wollte ich kurz was sagen zu der Frage, ob es im Ausland Aufführungen gibt. Ich weiß nicht nur von einer, und zwar von der Inszenierung von Tusan Mol, dass der die auch nochmal in der Türkei, also in Istanbul aufgeführt hat und dann eben, ja, also
natürlich nicht transferiert hat, sondern eben dort für dort entwickelt hat mit türkischen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist das eine, was ich ergänzen wollte. Und das zweite, ich wollte nochmal wieder zurückführen aufs Theater, also auf ihre Provokation, wenn ich sie richtig verstanden habe, zielt ja eigentlich darauf ab, ist es oder ja, ist es nicht einen, ist man in einem ethischen Dilemma oder ist es nicht eigentlich problematisch, wenn Theater eine bestimmte Problematik auf eine Figur fokussiert? Und das würde ich gerne nochmal thematisieren, weil man könnte das ja sozusagen parallel auch auf Götzl zum Beispiel, also auf den Richter, der das Verfahren geleitet hat, übertragen. Es ist nicht problematisch, wenn wir sozusagen das Scheitern des Justizsystems in der Person Götzl dann erkennen oder so. Also das ist das, also erstmal wäre jetzt die Frage, habe ich Sie richtig verstanden, dass das eigentlich das Problem ist, was Sie haben, dass sozusagen theatrale Darstellungen dadurch, dass sozusagen etwas modelliert wird, eine Thematik modelliert wird, sozusagen, ja, Propaganda klingt jetzt so hart, aber sozusagen eine Verantwortung hat gegenüber den Figuren, die das Theater schafft, die in einer Referenz zu realen Personen stehen. Ja, genau. So könnte man das überspitzt sagen. Ja, ich meine, wenn ich eine Person so darstelle, egal ob es jetzt in einem Buch ist, einem Film oder einem Theaterstück, dann provoziere ich ja unter Umständen auch Reaktionen. Ich provoziere Meinungen und ich mache auch Meinungen damit. Ja? Und ich habe halt gerade speziell an dieser Figur Temme, ja, dieser kleine Verfassungsschutzbeamter, der da eine Sache reingestolpert ist, die wahrscheinlich 10 Nummern zu groß für ihn war, der sich natürlich saublöd verhalten hat, meiner Meinung nach. Aber der wird ja stellvertretend für die Institution Verfassungsschutz, ja, die ja immer wieder ganz massiv in der Kritik stand, wird er sozusagen als Aushängeschild genommen. Ja, und das hat natürlich auch Folgen für die Person. Und nicht nur für die Person Andreas Temme, da hängen ja noch mehr dran. Das sehe ich dann halt wieder als Ermittler, der ganz eng dran ist. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass seine Frau, die völlig unbeteiligt ist, die gar nichts damit zu tun hat, dass die im Gericht in München in eine sehr, sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken, blöde Situation gebracht wurde. Ja, hier wurden dann Telefonausschnitte vorgespielt aus Telefonaten, die sie kurz nach Aufliegen des NSU, kurz nach Festnahme von ihrem Mann, mit einer Freundin geführt hat. Sie war damals hochschwanger. Ja? Und dann sitzen sie in diesem Gerichtssaal, wie es eben schon gesagt wurde, ihr Gesicht auf einer riesigen Leinwand. Und dann kriegen sie Telefonausschnitte vorgespielt aus Telefonabhörmaßnahmen, die wir bei Temme geschaltet hatten. Und wo sie sich dann so darüber äußert, dass sie in türkischen Geschäften ist. Ja? Solche Personen hängen damit dran. Und es geht jetzt nicht nur um Theater, es geht um die Darstellung einer solchen Person in der Öffentlichkeit allgemein. Und was hat das für Folgen? Und einfach mal die Frage, kann ich das mit gutem Gewissen machen? Das haben Sie schon richtig verstanden, Frau Kohl. Ja, es wäre ja vielleicht ganz interessant dazu, Herr Wetzel, um Ihre Frage auch nochmal aufzunehmen, die an Herrn Knorr zum Beispiel nochmal zu stellen und ihn zu bitten. Der Versuch, auch Medien durch die Kamera, die ja auf der Bühne ist, mit einzubeziehen, aber Theater als Medium selbst auch nochmal in kritischen Blick zu nehmen. Herr Knorr, wollen Sie dazu noch was sagen? Unbedingt. So, einem stimme ich erstmal Herrn Wetzel vollkommen zu da, mit seiner Meinung. Diese Frage muss man sich immer stellen. Nur muss man dazu sagen, dass wir natürlich in einer Situation standen, weil ich glaube, sowohl ich als Frau Schiller, weswegen ich sie so schätze, genau das immer versuchen abzuwägen. Wir haben das Stück 2019 zur Premiere gebracht. Das soll jetzt nicht wie eine Entschuldigung klingen, aber da war der Schaden an der Person Andreas Temme schon geschehen. So, und wir so ein bisschen vor dem Problem standen, wenn wir quasi jetzt nicht aktiv versuchen, ihn da in ein anderes Licht zu rücken, selbst wenn wir ihn neutral darstellen,
schaffen wir es nicht, diesen Blickwinkel zu tilgen, den es schon gab auf Herrn Temme. Was wir gemacht haben, was tatsächlich auch zu was man definitiv diskutieren muss bei unserer Inszenierung ist, wir hatten ja diese Protokolltexte und ich habe mich mit Adolf Spannagel damit auseinandergesetzt, wie stellen wir diesen Temme dar. Und uns aufgefallen ist, dass er immer in wahnsinnig kurzen Sätzen redet, also sehr genau bleibt, Sätze so kurz wie möglich hält, um wahrscheinlich bei längeren, verschachtelteren Sätzen nicht sich irgendwie zu verrennen oder aus Versehen etwas zu sagen, was dann sofort wieder jemand in den falschen Hals kriegen könnte, selbst wenn es nur ein Versehen war. Und dadurch ist diese sehr, die man durchaus, glaube ich, auch als sehr ironische Sichtweise betrachten kann, sehr roboterhafte, staccatohaftige Sprechweise entstanden, die man da eben auch so kurz im Video gesehen hat, wie er da erklärt, wie er durchs Internetcafé gelaufen ist. Was wir aber, glaube ich, trotzdem machen mit der Inszenierung, und das war uns eben wichtig, dass wir immer quasi Herrn Temme dann in den Kontext setzen, eben mit seinen Vorgesetzten. So. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie, weil wir es nicht wissen, wie hoch ist da der Quellenschutz zu führen, aber es gibt doch bei den Texten dann von Herrn Irrgang zum Beispiel, der damals Chef des Verfassungsschutzes war, einen sehr laxen Umgang mit dieser Thematik. Und wir versuchen quasi immer die Figur des Andreas Temme, weil sie auch einfach so eine aufgeladene Figur ist und auch schon vorher war, und insbesondere eben als großes Fragezeichen in diesem Prozess, als Zeuge, der sich nicht gemeldet hat und eben dieser dubiosen Umstände willen, ob er was gesehen hat oder nicht, das beantworten wir nicht und wissen wir ja auch nicht. Aber natürlich nimmt er zwangsläufig da so eine große Position ein, und trotzdem finde ich es wichtig, und das ist auch eine Kritik, die ich mir selber mache oder stelle oder mich mit auseinandersetze oder auseinandersetzen muss, wichtig, sich die Frage zu stellen, welchen Personenschaden richtet man damit an? Und eben die Aufnahmen, die Herr Wetzel angesprochen hat von der Frau, die hatten wir natürlich auch vorliegen, weil die auch in den Prozessen drin sind, wo wir dann aber auch tatsächlich ganz klar für uns gesagt haben, Frau Schiller und ich, da müssen wir eine Grenze ziehen, weil wenn wir das mit reinnehmen, wird es nur noch, da wird nur noch sinnlos eine Frau denunziert, die in einer absoluten Stresssituation war, hochschwanger war, und die jetzt einfach nur zu verurteilen aufgrund dieser am Telefon mit ihrer Schwester getätigten Aussagen, wollten wir eben nicht und haben deswegen das rausgenommen und uns versucht eben nur auf das zu konzentrieren, was auch wirklich von Personen bewusst in dem Rahmen Verfahren, Verhandlung gesagt wurde, zu zeigen und eben nicht diese Telefonaufnahmen von der Frau Temme. Mhm. Vielen Dank, Herr Wetzel. Wollen Sie noch mal darauf Bezug nehmen? Ja, gern. Ich wollte noch mal sagen, dass, das habe ich ja den Herrn Spannagel gesagt, dass er also den Temme erstaunlich gut darstellt. Ja, also das war wirklich schon beachtlich, so der Charakter dieser absichernde, vorsichtige Sprechweise und so weiter, wie er das rüberbringt, auch die Körpersprache, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Das macht er schon sehr gut, ja. Und ich weiß auch, dass da Grenzen eingehalten worden sind, aber gerade diese öffentliche Figur Temme, das hat mich immer so ein bisschen beschäftigt, was hat das für den bedeutet und so weiter. Und deshalb habe ich gedacht, heute hier will ich das mal zur Diskussion stellen, vielleicht bringt es ja den einen oder anderen auch zum Nachdenken darüber, wie bilde ich mir eigentlich meine Meinung und wie belastbar ist die eigentlich in vielen. Ganz herzlichen Dank. Bevor wir gleich jetzt zum Ende kommen, wir haben schon etwas überzogen, wollte ich die Referierenden fragen, gibt es noch etwas, was Sie unbedingt sagen möchten noch, also eine Art Schlusswort aus Ihrer Sicht? Ich würde gerne, glaube ich, nochmal sagen, jetzt auch andockend an dem, was Herr Wetzel gerade gesagt hat, dass das, glaube ich, immer das Wichtigste ist und dass auch die Stärke von Theater ist, dass Theater im Best Case auch kein Appell ist, aber auch keine stumpfe Provokation, sondern im besten Falle wir es schaffen,
unsere Zuschauer so zu triggern, dass sie gezwungen sind, sich eine Haltung zu generieren zu dem, was wir machen, und sie nicht eben bitten, doch jetzt unsere Meinung anzunehmen. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, dass man sich immer die Frage stellen muss, worauf basiert meine Meinung und wie erzähle ich die? Und das wäre mir nochmal wichtig zu sagen, dass das der Versuch war und der glückt bei manchen Leuten, die sich das anschauen, besser, bei manchen weniger. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das Thema nicht fallen lassen, sondern immer wieder behandeln, egal in welcher Form, einfach um es präsent bleiben zu lassen. Beantwortet, finde ich, ziemlich gut die Frage, die wir ja am Ausgang oder am Anfang gestellt hatten. Und ich hatte zufällig in letzter Zeit nochmal mit der fast gleichlautenden Frage nur aus einem anderen Jahrhundert zu tun. Denn Schiller stellt 1784 diese Frage, was kann eine Schaubühne eigentlich leisten? Ist dann später unter dem Titel Schaubühne als moralische Anstalt veröffentlicht worden. Und da gibt er eine Antwort, die ich auf das, was wir hier zuletzt erlebt haben, nämlich die Darstellung einerseits der Polizei und andererseits des Theaters, ganz gut trifft in einer knappen Formulierung, die heißt, die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gesetze sich endigt. Und mir ist heute nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir diese beiden Perspektiven nebeneinander haben und dass das Theater hier wirklich auch der Ort, Frau Roth hatte es so sinngemäß als Ort eines Gegendiskurses, der andere Möglichkeiten hat, der andere Sachen machen darf. Und dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir diese verschiedenen Diskurse parallel zueinander haben. Es gibt nicht die eine oder andere, die wichtiger ist oder für die wir uns entscheiden sollen, sondern dass wir diesen Konflikt weiterhin über diese verschiedenen Diskurse auch austragen. Das fand ich heute sehr fruchtbar. Und auch das Theater bietet ja vielseitige Diskurse. Also ich wollte auch mit meinem Vortrag nochmal zeigen, wie weit so das Feld ist und dass auch Theater nicht nur ein Narrativ eben anbietet, sondern dass es da ganz unterschiedliche Perspektiven gibt, die eben auch mit dem Publikum unterschiedliche Dinge dann machen. Ja, und ich würde noch ganz gerne eine Frage aufgreifen, die vorhin mal gestellt wurde nach Publikumsreaktionen. Also ich bin ja auch Publikum. Und ich war, habe ich schon gesagt, sehr beeindruckt von dem Stück und fand es ein super Stück und kann jedem nur empfehlen, reinzugehen. Und ich war mit unterschiedlichen Leuten drin, mit Leuten einmal, die den Fall überhaupt nicht kennen, und einmal war ich mit Kollegen drin, auch aus anderen Städten, aus Dortmund, die auch in diesem Fall gearbeitet haben. Und die Reaktionen waren durchweg positiv. Die Kritik, die immer wieder angebrachte Kritik, dann schüttelt es einen noch mal ein bisschen durch, aber dann kann man leben als etwas erfahrener Ermittler. Aber die Reaktionen waren durchweg positiv und ich habe auch gemerkt in den Gesprächen danach, dass eben durch das Stück ein Nachdenken angeschoben wurde, bei jedem Einzelnen. Das heißt, es ist eine unterschiedliche Ausprägung, natürlich in unterschiedlichen Richtungen, aber das Stück hat niemanden so ganz kalt gelassen, sage ich mal. Es hat alle Leute zum Nachdenken gebracht und nochmal zum Reflektieren gebracht. Und das kann man was Besseres sagen eigentlich, wenn man so aus dem Theater kommt. Und dass ich heute den Temmes so gern thematisieren wollte, das hatte auch damit zu tun, dass, wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Knorr, dieser elende liberale Grundkonsens, der da nur ausgetauscht wird, das ist auch blöd. Ne? Und da habe ich gedacht, da musst du mal was anderes probieren. Aber ich fand das Stück gut und wie gesagt, auch die Darstellung von Temme, die war schon richtig gelungen, das muss man schon sagen. Okay, Dankeschön. Ja, dann bleibt mir noch allen ganz herzlich zu danken für diese ausgesprochen gute Diskussion, fand ich, bei dieser Tagung. Wie schade, dass wir nicht 3 Tage Zeit haben dafür. Wir hätten den ganzen Abend noch zusammensitzen können und weiter diskutieren. So hoffe ich, dass wir das zu anderem Zeitpunkt vielleicht nachholen können. Aber was wir mitnehmen können, ist, sich selbst immer einzutragen, auch als Zuschauer immer zu fragen, wo stehe ich, aus welchem Blickwinkel schaue ich auf das Problem. Und ich glaube, mehr kann man eigentlich nicht von Theater wollen, als dazu immer wieder angeregt werden zum Reflektieren. Ganz herzlichen Dank allen Beteiligten dieser heutigen Theatertagung. Ihnen alles Gute und ja, hoffentlich bald mal wieder in Hofgeismar. Bis dann. Auf Wiedersehen.